Buenos días a todos. Reanudamos la sesión matutina y lo hacemos con Sabine Haag, que es la directora general del Kunsthistorisches Museum de Viena, probablemente el museo más similar que puedan encontrar al Museo del Prado, ¿no? Sabine estudió Historia del Arte y Filología Inglesa en las universidades de Innsbruck y de Viena. Su especialidad es la escultura barroca y ha desarrollado gran parte de su carrera ligada a la Kunstkammer, uno de los espacios más singulares, sin duda, no solo del Kunsthistorisches Museum, sino de toda, en realidad, de todo el ámbito museístico europeo. Ha escrito extensamente sobre el mismo. En 2007 fue nombrada directora de la Kunstkammer y desde el 2009 es la directora del Kunsthistorisches Museum, así como la presidenta de la Comisión Austriaca de la UNESCO. Sabine. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite aus, ein herzliches Willkommen. Ich bedanke mich sehr für die Einladung, bei der heutigen Konferenz sprechen zu können. Ich möchte das auch gleichzeitig verbinden mit einer Gratulation an den Prado. 200 Jahre, auch das ist altersmäßig dem Kunsthistorischen Museum um viele Jahrzehnte voraus. Eine großartige Arbeit ist hier geleistet worden. Ich möchte ganz besonders meinem lieben Kollegen Miguel Falomir und seinem Team dazu ganz herzlich gratulieren. Ich möchte meine Ausführungen heute ein bisschen mit einem anderen Fokus als meine Vorredner legen, auch ein bisschen darüber sprechen, woher kommen die Sammlungen des Kunsthistorischen Museums, weil wir hier auch dem Prado in gewisser Weise sehr ähnlich sind und welche Themen, Problemstellungen, aber auch positive Dinge ergeben sich aus dieser langjährig gewachsenen Sammlung in einem historistischen Gesamtkunstwerk, so wie das Gebäude des Kunsthistorischen Museums ist, das Sie hier sehen können vom Maria-Theresien-Platz aus. Wenn ich vielleicht ganz kurz in die Sammlungsgeschichte einsteigen darf, die Sammlungen des Kunsthistorischen Museums verdanken ihre Entstehung und ihre Eigentümlichkeit einer Reihe von großen Sammlerpersönlichkeiten der Dynastie der Familie Habsburg. Diese Sammlerpersönlichkeiten haben natürlich mit ihren Vorlieben die Sammlung über die Jahrhunderte stark geprägt, so wie wir sie heute im Kunsthistorischen Museum sehen können. Die Geschichte der Sammlungen reicht bis ins späte Mittelalter zurück, also im späten 15. Jahrhundert. Ich habe Ihnen hier einen Einblick mitgebracht, war das Sammeln von alten Kunstwerken, aber auch Medaillen, Dokumenten und so weiter, sowie die Förderung zeitgenössischer Künstler. Auch das ist ein Thema, das uns begleiten wird, zu einer wichtigen Aufgabe eines modernen Fürsten geworden. Deren Ruhm beruhte nicht zuletzt auf ihrem Kunstverständnis, das zeitgenössische Werke ebenso umfassen konnte wie Kunstwerke vergangener Epochen. Bis ins 20. Jahrhundert prägten diese Vorbilder die allgemeine Vorstellung von unseren Sammlern wie den Sammlungen. Die Sammlungen des Kunsthistorischen Museums zeigen in ganz besonderem Ausmaße die Merkmale einer über Jahrhunderte gewachsenen Sammlung. Anhand vielfältiger Beziehungen der Kunst und der Künstler untereinander auf ganz Europa verteilt, könnte gleichsam eine Familienchronik der Sammlerfamilie erzählt werden, die zugleich eine Geschichte seiner Machtausdehnung, die vom Mittelmeerbecken über Deutschland bis in die Niederlande und dann in späterer Zeit bis nach Asien und Amerika reichte.
Schon im 15. Jahrhundert existierte ein habsburgischer Hausschatz, den sie hier in dicht gedrängter Art und Weise in einer ersten, eben nicht musealen Präsentation sehen, wo Geld, Edelsteine, Reliquien, Kästen und andere kostbare Objekte wahllos, so scheint es, nebeneinander präsentiert wurden, teilweise in Kästen, in Almaren aufbewahrt, um sie bei einer möglichen Feuersbrunst möglichst schnell in Sicherheit bringen zu können. Sammeln war damals eben überhaupt nicht auf ein Publikum gedacht, sondern verfolgte ganz andere Gesichtspunkte. Kaiser Maximilian I., dessen Schatzkammer hier wir oder dessen Schatzkammer wir hier einen Einblick nehmen können, hat die ererbten Schatzstücke unter einem neuen Gesichtspunkt bewahrt und bewertet, nämlich als Legitimation seiner angestammten Herrschaft und als Zeugnis für die ruhmreiche Geschichte seines Hauses und seiner Fama als Kaiser. Deshalb hat er auch, wie viele spätere Habsburger genauso, neben Gemälden vor allem zum Beispiel auch prunkvolle Waffen und Rüstungen hinterlassen, die eben nicht Kriegsgerät waren, sondern Statements waren, die in Stahl kostbar gearbeitete Stammbäume sozusagen symbolisierten. Stammbäume in Stahl waren diese Rüstkammern, die die Habsburger gesammelt hatten, aber es war natürlich damit auch ein deutlicher Hinweis auf den Status der Person, für die diese Rüstung gemacht wurde. Maximilian erwartete vom Porträt, und es war egal, ob es ein gemaltes war oder im Rahmen der unter ihm sehr populär gewordenen, gerade neu entstandenen Druckgrafik, die Dokumentation genealogischer Zusammenhänge und dynastischer Ansprüche. Ja, er sah sie sogar als probates Mittel der politischen Selbstdarstellung und Selbstüberhöhung, quasi Propaganda. Er bestimmte daher, wie sein Bildnis, seine Person im Reich gesehen und präsentiert werden sollte. Seine Enkel erbten die Throne der Jagellonen in Ungarn und Böhmen, den der Valois in Burgund und den der Aragonesen und Kastilier im geeinten Spanien. Mit letzteren weitete sich das Interesse der habsburgischen Sammlungen schließlich auf die gesamte Welt aus. Dies spiegelte sich dann folgerichtig in ihren Sammlungen wider, die dann prunkvolle Objekte, Kuriosa, Rarissima, von Südamerika bis Japan, also so quasi der ganzen bekannten Welt, erhielten. Tanta rariora, tanta meliora, das war so ein bisschen das Motto, unter dem die Habsburger ihre Kunstsammlungen zusammentrugen. Die Habsburger verstanden es also, wie bereits gesagt, die politische Wirkmacht ihrer Bilder perfekt einzusetzen. In diesem Sinne stehen sie modernen Strategien der Werbeindustrie kaum nach. Der humanistische Hintergrund Erzherzog Ferdinands II., einem Bruder Kaiser Maximilians II., veranlasste diesen etwa zum Aufbau einer Galerie auf Schloss Ambras bei Innsbruck. Unter anderem griff er dabei die an den norditalienischen Höfen anzutreffende Tradition der Porträtgalerie auf, welche die Ereignisse der Vergangenheit, aber vor allem der Wissensgeschichte als Resultat des Wirkens bedeutender Persönlichkeiten interpretiert und in deren Kontext die eigene Dynastie nun eingewoben wurde. Dadurch entstand ein ebenso komplexes wie aussagekräftiges Bild über die Abhängigkeit des Weltenlaufs vom Haus Habsburg. Also schon ganz früh setzt diese ganz enge Verbindung zwischen Kunsterwerb, Kunstmäzenatentum, Kunstförderung, aber auch Präsentation und Verbreitung unter den Habsburgern an. Wenn Herzog Ferdinand auch nicht Kaiser oder König war, so boten seine familiären Verbindungen mit allen großen Herrscherfamilien doch die Voraussetzungen für eine weit gefasste Sammeltätigkeit.
die Asiatiker in seinen Sammlungen, in den habsburgischen Sammlungen, sind Zeugnisse des Interesses zum Beispiel am Osmanischen Reich und am gesamten Orient einer damals für die Habsburger noch sehr, sehr fremden Kunst und Kultur, die zusätzlich auch von religiösen Unterschieden getragen war. Die Exotiker in den Kunstkammern, die dann zu so wichtigen Objekten werden sollten, bezeugen den langen Arm der Familie Habsburg bis in die neuen Welten. Kaiser Rudolf II. War einer der größten Kunstsammler und überragenden Kunstkenner und Förderer seiner Zeit. Die reichen Bestände seines spanischen Onkels Philipps II. Hatten einen unauslöschlichen Eindruck bei Rudolf hinterlassen. Rudolfs Hauptinteresse galt dem einzelnen Künstler und seinem Werk. Er vereinigte Hauptwerke Dürers, er erwarb bedeutende Gemälde der großen Italiener, der besonders geschätzten Manieristen Parmigianino und Correggio. Rudolf II. Berief die zeitgenössischen Maler Bartholomäus Spranger, Josef Heinz und Hans von Aachen an seinen Hof in Prag. Seine Sammlung war eine der größten Sammlungen ihrer Zeit. Der Kaiser verwendete riesige Summen für ihren Auf- und Ausbau. Mit großer Beharrlichkeit und Hilfe seiner zahlreichen Gesandten verfolgte er einzelne ihm bekannte Kunstwerke, bis sie in seinen Besitz gelangten. Dazu kommen bedeutende Geschenke von Regenten und geistlichen Würdenträgern sowie Erbschaften wie jene nach seinem Bruder Erzherzog Ernst, Statthalter in den spanischen Niederlanden. Damals kamen 8 Gemälde Peter Bruegels des Älteren in den Besitz des Kaisers. Die zentrale Figur für das habsburgische Sammeln im Bereich der Gemälde war allerdings Erzherzog Leopold Wilhelm, der als Statthalter der nördlichen Niederlande neben militärischen und diplomatischen Meriten über ein bodenloses Verlangen nach Kunst, zumal nach Gemälden, verfügte. Sein Inventar enthält auch die nach damaligen Maßstäben als superlativ anzusehende Zahl von 1400 Einträgen. Offenbar empfand er den Aufbau seiner Galerie und derjenigen seines Bruders in der kaiserlichen Residenz in Prag als Wettstreit mit den Großen seiner Zeit. Erneut verbinden sich Bilder, Kunstobjekte mit Macht. Gemäldegalerien künden schließlich vor allem von der Magnifizenz ihrer Sammler, von deren erlesenem Geschmack, von ihrer Fähigkeit, Meisterwerke zu konzentrieren, deren Bedeutung zum Glanz ihrer Besitzer beiträgt. Und so sehen wir zum Beispiel in einer Darstellung in den berühmten Galeriebildern Erzherzog Leopold Wilhelm in einer fiktiven Ansicht seiner Brüsseler Galerie vor einer sich beinahe bedrohlich auftürmenden Bilderwand stolz und kühn den Spazierstock auf ein Bild von Sebastiano del Piombo, das am Boden steht, zu zeigen. Leopold Wilhelms Bemühungen führten zum Ankauf verschiedenster und umfangreicher Konvolute holländischer und flämischer Werke von Rubens, van Dyck, Jordaens. Aber es zeichnete ihn vor allem auch der Wunsch nach einer systematischen Form des Sammelns aus. Die Vollständigkeit, mit der vor allem bedeutende Künstlernamen in seiner Galerie vertreten sind, zeigt eben, wie bewusst der Herzog seine Sammlung anlegte und so quasi eine Art der Kunstgeschichte der Malerei innerhalb der habsburgischen Sammlungen darstellen zu können. Zusätzlich erweiterte er seine Kunstkammern durch Skulpturen und Raritäten wie Uhren, Kristallschalen und ähnlichem Gerät. Zum Beispiel hier nur ein Beispiel für diese kunstvoll veredelten Mineraliensammlungen, die die habsburgischen Kunstkammern spätestens eigentlich seit der Zeit Rudolfs auszeichneten und dann von Generation zu Generation weitergegeben wurden.
Die Sammlung, die Leopold so die Erzherzog Leopold so großartig aufgebaut hatte, ging nach seinem Tod in den Besitz seines Neffen Kaiser Leopolds I. über, der diese wiederum mit der Erbschaft seines Vaters in Wien vereinte. Leopold kaufte vor allem auch Tapisserien, Skulpturen sowie kostbare Jagdwaffen. Seine erste Gemahlin, deren Porträt Sie hier auf der linken Seite sehen können, war die spanische Infanta Margarita Teresa. Sie ist in zahlreichen Gemälden von Velázquez, die sich heute im Kunsthistorischen Museum befinden, von Velázquez abgebildet. Auf der rechten Seite sehen Sie Ihren Bruder, den Philipp Prosper, der im Alter von 4 Jahren durch die schreckliche Heiratspolitik, eigentlich politisch bedingte Heiratspolitik der Habsburger, verstarb. Leopolds Sohn, Kaiser Karl VI., brachte bedeutende Kunstwerke aus Spanien nach Wien zum größten Bauherrn der barocken Hauptstadt. 1728 war die Neuordnung der Galerie und ihre Aufstellung in der Stallburg abgeschlossen. Ein im Kunsthistorischen Museum erhaltenes dreibändiges Bilderinventar in der Stallburggalerie von Storfer gibt eine Ahnung davon, von dieser Pracht der damals wahrscheinlich berühmtesten Galerie der Welt, die Besuchern nur nach Voranmeldung zugänglich war. Es war dies anders als heutige weniger ein Platz, eine Frage des Platzes, sondern eine Frage des Status und sicherlich auch eine Frage dessen, ob man sich den Museumsbesuch, den Kunstbesuch, den Kunstgenuss überhaupt leisten konnte. Also eine durchaus gesellschaftliche Frage damals. Wir werden später dann noch einmal darauf zurückkommen. Unter Kaiser Maria Theresia gelang die Erwerbung von 5 großen Altarbildern von Rubens aus Antwerpen und Brüssel sowie weitere Altarbilder von Van Dyck, Cryer und so weiter. Die berühmte Rosenkranzmadonna von Caravaggio gelangte ebenfalls im Zuge der gewissen religiösen Reformen in die habsburgischen Sammlungen. Im Auftrag Maria Theresias malte Bernardo Bellotto im Übrigen die berühmten Veduten, auch der berühmte Blick vom oberen Belvedere auf das historische Stadtzentrum von Wien, das heute gerade auch im Zuge mit der UNESCO-Debatte von Welterbestätten eine große Rolle spielt. Kaiser Josef II. Ordnete dann die Übersiedlung der Galerie von der Stallburg ins Schloss Belvedere an, wo sie erstmals nach lehrhaften Prinzipien strukturiert und katalogisiert aufgestellt wurde. Zu einer Zeit, in der überall in Europa die großen Nationalgalerien entstanden, kam es bei den kaiserlichen Sammlungen in Wien fast zu einem völligen Stillstand der Erwerbstätigkeit. Erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wandte man sich der inneren und äußeren Neuordnung des habsburgischen Kunstbesitzes und dem neuen Gebäude, dem Kunsthistorischen Museum am Ring, zu. Lassen Sie mich ganz kurz einige Worte über diese Entstehung des Hofmuseums verlieren, das ja heute das Kunsthistorische Museum darstellt. Das kaiserliche Projekt der Hofmuseen hatte nach der Verabschiedung städtebaulicher Grundlagen der neuen Wiener Ringstraße, die damals gebaut wurde ab 1859, erstmals konkrete Formen angenommen. Ein Architekturwettbewerb wurde ausgeschrieben, an dem sich 4 Architekten beteiligt hatten. Man konnte sich allerdings über Monate hinweg nicht auf eines der eingereichten Projekte einigen. Schließlich, um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, bat das Kaiserhaus Gottfried Semper um die Beurteilung der jüngsten Entwürfe und machte ihn zum persönlichen Berater des Kaisers. Semper forderte eine vollständige Neuplanung, erarbeitete selbst einen neuen Plan und wurde mit der Planung des sogenannten Kaiserforums beauftragt.
Das Ausmaß dieses Projektes sprengte alle bisher bekannten Dimensionen. Zu einem Zeitpunkt, als die österreichische Monarchie außenpolitische Niederlagen gegen Frankreich und Italien und gegen Preußen verkraften musste, gab der Kaiser in Wien eine Residenz in Auftrag, welche die Züge neoabsolutistische Herrschaft trug. Das Ergebnis sollte mit dem Ausbau des Louvre in Paris verglichen werden, wo Napoleon, der Reichsfeind, das Zweite Kaiserreich installiert hatte. So wurde dann nach einer längeren Planungs- und Bauzeit, insgesamt 20 Jahre, das Kunsthistorische Museum eröffnet, das damals den Namen Kunsthistorisches Hofmuseum bekommen hatte. 1891 im Oktober war die feierliche Eröffnung. Wenige Jahrzehnte später ging dann der Besitz der kaiserlichen Sammlungen in den Besitz der Republik Österreich über und ab September 20 führte das Kunsthistorische Museum den Namen Kunsthistorisches Staatsmuseum in Wien, das dann ein Jahr später nur mehr als Kunsthistorisches Museum benannt wurde. Das Museumsprogramm der Zwischenkriegszeit schloss mit der Forderung, dass die Museen durch eine moderne Aufstellung und durch volksbildnerische, also durchaus in einer vermittelnden Art und Weise, Aktivitäten der Bevölkerung als wertvoller nationaler Schatz vermittelt werden mussten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude schwer beschädigt, die Sammlungen wurden ausgelagert. Es hat sich vielleicht nicht ganz so zugetragen wie in dem Hollywood-Film Monuments Men, den Sie vielleicht gesehen haben, aber im Großen und Ganzen stimmt das Narrativ. Ein wichtiges Thema war die Beschlagnahmung jüdischer Kunstsammlungen nach 1938, Kunstsammlungen der sehr bedeutenden Familien Rothschild, Gutmann, Lederer, Torsch, Kufner oder Efrussi, um nur einige wenige zu nennen. Und das zweite große Thema, auch das ein Thema, das uns heute noch beschäftigt, die Nutzung der Räume der Neuen Burg als Zentraldepot für geraubte Kunstschätze, die das Kunsthistorische Museum erst durch die sogenannten Washingtoner Gesetze im Jahr 1998 von gewissen historischen Lasten befreien konnte. Die Provenienzforschung ist heute noch ein wesentliches Thema, genauso wie die Restitution geraubten Kunstbesitzes. Michael Piotrowski hat ja heute schon darüber gesprochen, aber die Frage der Herkunft der Objekte geht ja eben weit über ehemals jüdisches Besitztum hinaus, sondern wirklich die Frage der Herkunft auch von Objekten außereuropäischer Länder ist insbesondere heute in den ethnografischen Museen ein hochaktuelles, ein brandaktuelles Thema. Das war der Blick, wie er sich nach der Eröffnung des Museums gezeigt hat, ein bisschen später, auch so wie Sie es heute sehen mit der Maria Theresia im Mittelpunkt. Und man würde glauben, alles ist gut, ein souveränes historisches Museumsgebäude, das in den 1980er Jahren mit der sogenannten Museumsmilliarde, allerdings in Schilling, nicht in Euro, in zwei Bauphasen große Investitionsprogramme ermöglicht hatte. Unter anderem die Sanierung der gesamten Gemäldegalerie sowie die Einrichtung umfangreicher Klimatisierungs- und Beleuchtungssysteme, Brandschutz, Sicherheitsmaßnahmen, dann alles, was heute zu einem modernen Museumsbetrieb gehört, die Einrichtung eines Cafés in der Kuppelhalle oder der Einbau von Besucherliften oder eines Shops. In den späten 90er Jahren war dann die Sanierung der Gemäldegalerie abgeschlossen, andere Sammlungen, Sammlung alter Musikinstrumente, Hofjagd- und Rüstkammer, Münzkabinett
und so weiter, ägyptisch-orientalische Sammlung und die Antikensammlung waren neu eingerichtet. Die Antikensammlung war die letzte Sammlung im Kunsthistorischen Museum, die überhaupt auch erst elektrifiziert werden konnte. All das ist natürlich für neue Museumsbauten überhaupt kein Thema mehr. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die Architektur des Hauses sehr souverän ist, was aber auch seine Tücken mit sich bringt, denn sie wirkt eigentlich ziemlich abweisend und gerade bei Besucherbefragungen, die wir machen, interessieren uns natürlich auch die Nichtbesucher. Und die Nichtbesucher sind die, die sagen, das Gebäude ist zu abweisend, die Türen sind zu schwer. Und wir haben Angst zu versagen, intellektuell zu versagen, wenn wir in diesen reichen Kunsttempel hineinkommen, der ein begehbares Gesamtkunstwerk ist. So wie Sie das hier sehen können mit einem Blick auf die Feststiege und dann vor allem auch das wunderbar ausgestaltete Stiegenhaus, wo wir dann gleich noch einmal etwas sehen können. Ich habe Ihnen hier einen Einblick eingebracht in einen Publikumssonntag nach der Eröffnung des Kunsthistorischen Museums, noch zu den Frühzeiten, ein Tageslichtmuseum, das für das Volk gedacht war. Wenn Sie genauer hinsehen, dann sehen Sie aber, es war doch letzten Endes nicht für jedermann zugänglich. Es gab eine Kleiderordnung, nicht jeder konnte sich die leisten und es war ein Tageslichtmuseum, das heißt, die Öffnungszeiten des Museums waren saisonal bedingt. Ganz links sehen Sie auch, dass fröhlich gegessen wird, getrunken wird. Etwas, was heute im Museum undenkbar wäre. Aber wie gesagt, das Museum war von allem Anfang an ein Ort, als ein Ort der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Zusammenseins wurde es verstanden. Abgesehen davon waren auch die ersten 20 Jahre der Öffnungszeit unseres Hauses bei freiem Eintritt, war das Museum zu besichtigen. Das ist eigentlich bemerkenswert. Einen freien Eintritt können wir uns schon lange nicht mehr leisten. Darüber werden wir auch dann noch kurz sprechen. Ich möchte Ihnen nun ganz kurz berichten, was sich so grob gesehen in den letzten 10 Jahren im Kunsthistorischen Museum bei unserem Hauptthema, dem Kontakt, der Begegnung mit dem Publikum, was wir hier erreichen konnten, wie sich hier das Museum ein Stück weiter verändert hat, weiter auf ein sehr diversifiziertes, sich veränderndes, Gott sei Dank auch jünger werdendes Publikum verändert hat. Wir haben mit einem Open House begonnen, wo viele unserer Kuratoren, wir haben insgesamt 35 Kuratoren in unseren 13 Sammlungen, bot unseren Kuratoren die Möglichkeit, dem Publikum ihre Projekte vorzustellen, sie ein bisschen in die Welt der Museumsarbeit hinter den Kulissen hineinzuziehen, auch ein bisschen vor Augen zu führen, dass Museen wie das Kunsthistorische Museum Forschungseinrichtungen sind, so wie es auch in der Museumsordnung festgeschrieben ist. Wir haben von allem Anfang an versucht, das Haus näher an unsere Besucher, an die Menschen zu bringen. Durch Vermittlungsarbeit, durch Ausstellungsformate, durch ein spannendes Vortragsprogramm. Aber natürlich ist unser Haus als solches auch ein begehbares Kunstwerk. Die Malereien im Stiegenhaus wurden teilweise von Gustav Klimt ausgeführt. Und so haben wir in einem der Klimt-Jubiläumsjahre eine Brücke, die sogenannte Klimt-Brücke, gebaut in 12 Metern Höhe, die es dem Publikum erlaubt hat, Aug in Aug mit Gustav Klimt auf Armlänge sozusagen seine berühmten Gemälde zu betrachten, erstmals aus der Nähe.
Es war dies nicht nur ein großes Vergnügen für uns und für das Publikum, diese Bilder von Klimt sehen zu können, sondern es war auch für die Forschung damals erstmals möglich, Fotografien, Bildaufnahmen, die verschiedensten aus allernächster Nähe machen zu können. Wir sind gestürmt worden, es sind Leute eigens aus China, haben Reisen gebucht ins Kunsthistorische Museum, nur um diese Klimtbrücke sehen zu können. Ausstellen ist ein ganz wichtiges Thema, das ja auch durch die Museumsordnung vorgegeben ist, sammeln, forschen, bewahren, um zu vermitteln. Es ist mehrfach schon die Rede gewesen und wird auch noch mehrfach die Rede sein, die Sammlungen zugänglich zu machen. Das heißt, nicht nur sie auszustellen, nicht nur sie online zu stellen, sondern sie auch neu zu kontextualisieren in einen interdisziplinären in eine interdisziplinäre Zusammenschau zu bringen. Wir haben nur einen ganz geringen Prozentsatz unserer Sammlungen überhaupt ausgestellt und daher war es uns ein Anliegen, auch kleinere Ausstellungsformate, die sicherlich keine Blockbuster oder nicht als Blockbuster designt waren, zu entwickeln, die verschiedenste Objekte des Hauses zu ein bisschen leichtfüßigen Themen, auch sehr oft Themen, die gerade sehr aktuell waren, zusammenzuführen, neu zusammenzustellen. Aber es ist auch gleichzeitig ein Programm, um junge Kuratoren und die Kuratoren dieser Ausstellungen sind eben eher Nachwuchskuratoren, die Kuratoren in Ausstellungsmachen, ganze komplexe Projekt einer Ausstellung bis hin zum Katalog und so weiter einzubinden, miteinander zu vernetzen, um aus dieser ganz großen Expertise, die in den Sammlungen vorhanden ist, einen Mehrwert schaffen zu können. Für die kleinen Hausausstellungen setzen wir immer nur unsere Hauskuratoren ein. Bei größeren Ausstellungen haben wir manchmal auch Co-Kuratoren aus anderen Museen. Eine besonders eindrucksvolle Schau, die wirklich Werke und Objekte aus allen unseren Sammlungen verbinden konnte, war eine Ausstellung unter dem Titel Wintermärchen, das Thema des Winters in der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte, die einen fulminanten Überblick über unsere Sammlungen gegeben haben. Sichtbarmachung ist das ganz wesentliche Thema auch dessen, was sich in unseren Depots befindet, aber auch was die Forschung am Haus leistet. Ausstellungen sind ephemere Beispiele, um Objekte ans Licht, vor die Augen des Publikums bringen zu können. Aber was sehr oft eben dann tatsächlich bleibt, sind die Publikationen, sind die Ausstellungskataloge, die noch ein vertiefendes Nachblättern und noch einmal auch ein Zusammensehen verschiedener möglicher Leihgaben auch mit sich bringt. Daran knüpft sich natürlich auch die Frage, und hier sind wir als Kunsthistorisches Museum erst am Anfang, bleibt es bei den Printpublikationen, wie stark gehen wir in Richtung E-Books, wann werden überhaupt Publikationen, Kataloge als Printpublikationen einmal obsolet? Auch die Vorteile, was kann man in den E-Books besser unterbringen, Videos und andere Dinge mehr, die einen zusätzlichen Aspekt in die Kunstvermittlung hineinbringen. All das sind Themen, die uns beschäftigen, die aber auch natürlich Ressourcenfragen sind.
Wir beschäftigen uns natürlich ganz stark mit dem Thema der Ausstellung. Ausstellungen sind bei uns immer im Zusammenhang mit unseren Kernbeständen, mit unseren Sammlungen zu sehen. Und sehr oft kommen wir darauf, dass wichtige Bestände, weil man sie ungern bewegt, weil sie fragil sind, viel zu wenig erforscht sind, nicht nur kunstwissenschaftlich zu wenig erforscht sind, sondern vor allem technologisch zu wenig erforscht sind. Und so konnten wir in einem sehr langen Forschungsprojekt, in einem insgesamt 6 Jahre andauernden Forschungsprojekt im vergangenen Jahr unsere, glaube ich, wirklich spektakuläre Ausstellung zu Peter Bruegel im Haus zeigen, an deren Anfang die technologische Untersuchung unserer 12 Holztafeln stand. Eine Untersuchung, die durch die Getty Foundation uns ermöglicht wurde. Und wenn Sie zum Beispiel das Bild auf der linken Seite in der Vitrine sich anschauen, unsere Kreuztragung haben wir für diese Ausstellung aus dem Rahmen herausgenommen und rahmenlos präsentiert, um zu zeigen, dass ein Kunstwerk zur Geschichte des Kunstwerkes, zur Bedeutung des Kunstwerkes nicht nur die Vorderseite gehört, sondern natürlich auch die Rückseite. Und in diesem Fall ja auch ganz besonders der Blick sozusagen auf die Seitenwände der Holztafel, um zu zeigen, dass so scheinbar robuste Holztafeln wie hier oft nur Millimeter dünn sein können. In diesem wunderbaren Saal durften wir im Übrigen auch die kostbare Leihgabe des Triumph des Todes, die uns der Prado ausnahmsweise zur Verfügung gestellt hat, zeigen. Es war dies ein wirklich großartiges Erlebnis für unser Publikum, das es ermöglicht, diese Ausstellung hat ermöglicht, eben einen Kunstkünstler ganzheitlich erleben zu dürfen. Solche Ausstellungen sind bei Ressourcenknappheit, und das ist, denke ich, auch ein Thema, das uns alle beschäftigt, nur durch Kooperation mit anderen Museen, aber mit anderen Forschungsinstitutionen möglich. Wir haben hier zum Beispiel zu sehen, gemeinsam mit der Technischen Universität ein sogenanntes Positioniergerät entwickelt, eine Kamera, deren Linse die Oberfläche des Bildes in beliebigen Abständen abtasten kann, immer mit dem exakt gleichbleibenden Abstand zum jeweiligen Segment der Oberfläche. Gleichzeitig konnten wir hier wichtige technologische Aufnahmen machen, die für unsere Restauratoren von besonderer Bedeutung sind zur Konservierung unserer Gemälde, aber wir konnten dabei auch gleich ein Ausbildungsprogramm für Midterm-Career-Restauratoren in der Tafelbildmalerei anbieten für Museumskollegen, mit denen wir auch in diesem Forschungsprojekt und Ausstellungsprojekt verbunden waren. Diese Ausstellung hat uns unglaublich viele Daten generiert durch diese technologischen Untersuchungen. Die Frage ist, was macht man mit diesen Daten? Stellt man sie nur für die eigene Forschung zur Verfügung? Teilt man sie mit den Peers, also mit den Kollegen und Kolleginnen, mit denen man ganz eng an einem Projekt zusammenarbeitet? Nein, wir haben uns entschlossen, wir sind ein öffentliches, ein teilweise staatlich finanziertes Museum. Daher müssen wir ohne dies all das, was wir tun, öffentlich zugänglich machen, auch über unsere Website. Und so haben wir eine spezielle Website kreiert, die all diese Aufnahmen
kostenfrei zugänglich machen. Auch das ein Meilenstein für die zukünftige Tafelbildkonservierung, aber auch für die weitere Forschung an Peter Bruegel. Denn der Katalog Raisonné, zu dem wir uns auch als Forschungsinstitution verpflichtet fühlen, kann natürlich erst Jahre später nach einer solchen Once-in-a-Lifetime-Ausstellung dann tatsächlich publiziert werden. Über die Verpflichtung, Sammlungen online zu geben, haben wir schon mehrfach gehört, werden wir sicherlich auch noch mehrfach hören. Ich werde mich dann hier jetzt gar nicht so sehr hinein vertiefen. Wir halten es für ganz, ganz wichtig, dass die Sammlungen online, eine Website, die Digitalisierung der Sammlungen keinesfalls in Konkurrenz steht zum realen Museumsbesuch, sondern ganz im Gegensatz, denn an sich sehr, Piotrowski hat es schon genannt, demokratischen Museumsraum, den physischen Museumsraum auch ins Virtuelle überträgt und unsere Sammlungen ganz global in den verschiedensten Kontexten zugänglich macht. Wir sind natürlich auch dabei bei diesem großen Google Arts and Culture Programm. Ja, wenn wir ein bisschen jetzt auch teilweise hinter die Kulissen blicken wollen, der beste Online- und Social-Media-Auftritt, die besucherfreundlichste, das besucherfreundlichste Leitsystem und das reichhaltigste Informationsangebot kann aber nur funktionieren mit der engagierten Mitarbeit unseres Besucherdienstes vor Ort. Das sind oft Kollegen, die bei solchen Überlegungen wenig Rolle spielen, wenig vor den Vorhang gerufen werden. Sie sind aber tatsächlich die häufigsten Touchpoints bei einem physischen Museumsbesuch. Und daher ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, den Besucherdienst sehr gut auszubilden. Nicht nur in den unmittelbaren Fragen, wie kommt der Besucher von A nach B, sondern dass dies auch in einer Mehrsprachigkeit passieren kann, dass dies auch mit Inhalten gefüllt werden kann. Und deswegen sind wir sehr gerne einem europäischen Ausbildungsprogramm Echocast beigetreten, wo uns mittlerweile auch unsere ständigen Besucherdienstmitarbeiter, die Pool-Mitarbeiter, schulen. Für unsere Security haben wir etwas Ähnliches. Ja, wir forschen, wir sammeln, wir bewahren letzten Endes, um zu vermitteln. Und wir alle haben natürlich diesen Transformationsprozess des Museums miterlebt, von der reinen Forschungsinstitution, von einer bildungsbürgerlichen Institution hin zu einem sehr an das Publikum, an das sehr diversifizierte Publikum gewandte Museum für alle. Das gilt natürlich in ganz besonderem Maße auch für große Museen wie die Bundesmuseen in Österreich, von denen das Kunsthistorische Museum eines ist. Denn die Kulturpolitik hat 2010 freien Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren ermöglicht oder eingeführt, was auf der anderen Seite natürlich für uns bedeutet, einen entsprechenden Schwerpunkt auf die Kunstvermittlung und den Ausbau der Kunstvermittlung zu setzen. Auch das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Ressourcen im Haus. Die Abteilung für Kunstvermittlung ist relativ klein, das sind nur 5 festangestellte Mitarbeiter, aber wir haben einen Pool von, glaube ich, 40 flexiblen Kunstvermittlern. Wichtig ist uns grundsätzlich Barrierefreiheit im Haus, aber auch barrierefreie Kunstvermittlung.
Vermittlung, wo wir ganz stark mit den diversen Blindenverbänden und anderen zusammenarbeiten, aber auch uns in EU-geförderten Projekten beteiligen, wo es auch darum geht, entsprechende technologische Mittel entwickeln und ausdenken zu können und entwickeln zu können, die dann beeinträchtigten Menschen bei der Wahrnehmung, Erkennung, aber letzten Endes auch beim Kunsterlebnis unterstützen können. Die Blinden, wie gesagt, kommen eigentlich sehr gerne zu uns ins Haus, auch weil wir vor einigen Jahren bei einigen unserer Meisterwerke sogenannte Tastreliefs direkt neben die Bilder platzieren, um hier ein unmittelbares Kunsterlebnis auch ermöglichen zu können. Dies, glaube ich, gehört das auch zu den Verpflichtungen eines staatlichen Museums. Wir haben insgesamt unsere Kunstvermittlung, die Anzahl der Vermittlungsprogramme verX-fachen können und auch die Anzahl der Führungen allein in den letzten 3 Jahren verzehnfachen können. Ja, es gibt eine Publikumsschicht, wobei wir nicht so gerne von Publikumsschichten sprechen, sondern auch gerne uns an die unterschiedlichen Generationen richten. Über die Generation bis 19, die mit der Schule ins Museum kommt, haben wir gesprochen. Was ist mit den Menschen, die Schule verlassen haben, vielleicht bis dahin noch nie in einem Museum machen? Wie kann man diese jungen Menschen ins Haus bringen? Wir haben gleichzeitig mit der Einführung eines sehr günstigen Tickets für unter 25-Jährige, eines Jahrestickets um 25 Euro, ein Format entwickelt, das einmal, das heißt Kunstschatzi, einmal im Monat am Abend öffnen wir das Haus, und in der Kuppelhalle ist so eine Art Lounge mit Lounge-Musik, es werden Cocktails angeboten, aber das Spannende an diesem Abend sind eigentlich die Führungen, die wir anbieten unter ein bisschen leichtfüßigeren Objekten. Wir bieten auch Drag-Führungen an und verschiedenes andere mehr, das von den speziell jungen Leuten begeistert wahrgenommen wird. Und das sehen wir jetzt, wir machen das jetzt das dritte Jahr, sehen wir, dass es hier doch möglich ist, einmal auch hier die Barrieren für jüngere Menschen niedriger machen zu können, insbesondere für Museen, die alte Meister zeigen. Ja, für die Erwachsenen bieten wir eine Jahreskarte um mittlerweile 44 Euro an, die das ganze Jahr über den gesamten Eintritt auch zu den Sonderausstellungen ermöglicht. Wir haben seit der Einführung der Jahreskarte 2010 ungefähr 500.000 dieser Jahreskarten verkaufen können. Das ist sicherlich die erste Stufe eines Kundenbindungsprogramms, wo wir auch zeigen wollen, es soll nicht der finanzielle Aspekt derjenige sein, der es schwierig macht, in unser Museum zu kommen. Alles, was wir nicht ausstellen können, und wir haben, das ist eines der echten Probleme, das wir haben nicht einmal genügend Ausstellungsfläche für das, was wir gerne zeigen wollen. Das heißt, wir müssen sehr viel deponieren. Wir haben uns zu einer anderen Lösung entschieden als die, die zum Beispiel Mikhail Piotrowski für die Hermitage vorgestellt hat. Wir haben kein Schaudepot, sondern ein Depot, das wir neu gebaut haben, das aber wie ein kleines Forschungszentrum tatsächlich benutzt werden kann, aber es ist nicht für ein allgemeines Publikum zuständig.
Etwas, man kann es kaum glauben, was wir auch erst neu installiert haben, war ein Kreativatelier, das natürlich insbesondere von Schulen genutzt wird. Aber wir binden das auch gerne in unser Ausstellungsprogramm an. Zum Beispiel hatten wir während unserer Rubens-Ausstellung viele plastische Chirurgen, die zu uns gekommen sind und anhand des Rubensen Körperideals verschiedene neue Möglichkeiten auch der plastischen oder visuellen ästhetischen Chirurgie gemeinsam überlegt haben. Ganz kurz auch noch ein Wort zur Neueinrichtung von Sammlungen. Die Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums ist die bedeutendste Sammlung ihrer Welt, die wir in einem sehr, sehr langen Prozess, über 11 Jahre hat das gedauert, aus verschiedenen Gründen, auch aus finanziellen Ressourcen, die wir erst spät vom Ministerium zugesprochen bekommen haben, ist es uns gelungen, diese bedeutendste Sammlung aufzustellen, die gleichzeitig von der Art der Objekte her wahrscheinlich die modernste Sammlung ist, weil sie eben tatsächlich auf Querverbindungen aufgebaut ist. Man wollte damals die Welt in all ihren Erscheinungsformen auf dem jeweils neuesten Stand des Wissens verstehen, erforschen und zu sich in die Sammlung holen. Und das war wahrscheinlich das bedeutendste Verdienst, das Kaiser Rudolf für die habsburgischen Sammlungen geleistet hat. Eine weitere wesentliche Neueröffnung, die wir durchführen konnten, war die Neugestaltung des Ethnographischen Museums, das auch zu unserem Museumsverband gehört. Sie sehen hier am Eröffnungsabend, es war ein lang gehegter Wunsch, sicherlich auch der Bevölkerung, endlich diese ganz bedeutenden Sammlungen in einer zeitgemäßen Form präsentiert zu bekommen, wo eben auch Vertreter der Herkunftsländer in die Präsentation mit einbezogen worden sind, auch buchstäblich zu Wort kommen, teilweise auch selbst das Display kuratieren durften. Ja, wir gehen hinaus, wie alle anderen Museen natürlich auch, mit großen, wichtigen Ausstellungen. Ganz bewusst haben wir hier so eine sehr unterschiedliche Kombination von Orten zusammengestellt, von großen Verkaufsausstellungen in Japan, in China, in Australien, aber auch ganz wesentliche oder für die jeweiligen Länder wesentliche Ausstellungen, wie in Tirana zum Beispiel, wo wir Objekte, die mit Skanderbeg verbunden sind, zeigen konnten, wo innerhalb von 6 Wochen 1,4 Millionen Besucher aus Albanien diese Objekte gesehen haben und als Teil ihrer Identität wieder erkennen konnten. Ich möchte Ihnen noch ein Projekt vorstellen, mit dem wir auch ein Projekt der Kunstvermittlung, wo wir bewusst andere Wege in der Ansprache des Publikums gehen, indem wir für bestimmte Abende in der Galerie Autoren, Komponisten, Tänzer eingeladen haben, subjektive Texte, Kompositionen zu entwickeln für einzelne Gemälde in der Gemäldegalerie und dann diese in kleinen Sequenzen aufführen. Hier zum Beispiel sehen Sie auf der rechten Seite das wunderbare Bild, die Entführung des Ganymed von Correggio, das von einem Puppenspieler dann umgedeutet wurde in das Thema der Kindesentführung, des Kindesmissbrauchs. Das Publikum kommt ganz, ganz nahe hin, ist sehr gebannt. Das ist eine andere Art des Museumserlebnisses. Am Abend für mich eigentlich eine besonders schöne Vorstellung des Nachts im Museum.
hier auch noch so ein bisschen was Theatrales. Ja, dann natürlich sind wir als Repräsentationsmuseum in die Repräsentationskultur eingebunden. Die spanische Königin Letizia kam zur Eröffnung unserer Velázquez-Ausstellung, die wir in Kooperation mit dem Prado gestalten konnten. Aber es kommen natürlich auch viele Künstler, nützen die Gelegenheit, in die großen Museen der Welt zu kommen, um das in den Museumssammlungen zu lesen, wie in einem Buch. Ein ganz berührender Moment war, als David Hockney uns besucht hat am selben Tag, als zur selben Zeit auf der anderen Seite des Globus er durch den Verkauf eines Bildes zum teuersten lebenden Künstler der Welt wurde. Er hat sich bei uns auserbeten, zur selben Zeit alleine in der Galerie mit Bruegel sein zu dürfen, um den zu studieren, etwas, was wir natürlich auch sehr gerne gemacht haben. Abschließend möchte ich vielleicht noch ganz kurz auch ein Wort verlieren zum Thema moderne und zeitgenössische Kunst im Kunsthistorischen Museum. Sie wissen ja, dass wir keine zeitgenössische und moderne Kunst sammeln, in unseren Beständen haben. Unsere Sammlungen enden um 1800. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht mit dem Kunstgeschehen nach 1800 auseinandersetzen und schon gar nicht mit dem modernen und zeitgenössischen Kunst schaffen. Wir haben nur nicht die wirklich tiefgehende Expertise bei uns im Haus, sondern wir haben vor einigen Jahren einen Adjunct Curator für Modern and Contemporary Art für einzelne Projekte engagiert, der für uns Ausstellungsformate entwickelt von Modern Masters, die aber im engen Kontext stehen mit unseren Old Masters. Das ist ein schwieriges Thema und wurde anfänglich in Wien natürlich auch sehr, sehr heftig diskutiert, teilweise sehr abgelehnt, auch von den anderen Museumskollegen, aber teilweise auch wirklich begeistert aufgenommen. Und wir haben mit Lucien Freud begonnen, 2013, der ganz am Ende seines Lebens gesagt hat, also er war natürlich der figurativen Malerei, den alten Meistern sehr verbunden, insbesondere natürlich Tizian, und er hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Museen, wo er seine Bilder sehen möchte. Das eine ist der Prado und das andere ist das Kunsthistorische Museum. Und so haben wir 2013, das war allerdings dann schon nach seinem Tod, wir haben gemeinsam mit ihm die Checklist entwickelt, sein Werk erstmals im Kontext der alten Meister zeigen können, um auch unser Publikum dazu einzuladen, sich eben auf diese Reise zu begeben, den Sehwinkel, den Blickwinkel, den Bedeutungswinkel, den Kontext aufzumachen und eben wirklich diese Verbindung zwischen alten Meistern und moderner und vielleicht sogar auch zeitgenössischer Kunst besser nachvollziehen zu können. Natürlich stellen sich hier genauso viele Fragen, die nicht immer beantwortet werden können, aber andere neue Fragen tun sich auf. Und wir glauben eben, dass es wichtig ist, um diese Verbindung zu schaffen, dass auch Altmeistermuseen wie das unsere eben nicht unter dem Glassturz der Vergangenheit stehen und nur kulturelles Erbe der Vergangenheit bewahren in so einem quasi luftleeren Glassturz, sondern dass wir ganz, ganz heftig in die Gegenwart atmen, ganz intensiv auch mit dem künstlerischen Schaffen späterer Generationen verbunden sind. Und last but not least, auch um natürlich die Künstler in unser Haus zu bringen, haben wir mit unserem Modern Contemporary Program auch eine Lecture Series oder Gesprächsreihe initiiert, wo wir unterschiedlichste Persönlichkeiten, seien es Künstler, Kritiker, Kuratoren, einladen von internationaler Reputation, wie sie eben auch unserem Hause angemessen ist, mit uns in ein Gespräch, in eine Diskussion eintreten darüber, was unsere Sammlungen aus den unterschiedlichsten Kontexten für sie heute bedeuten.
Wir haben Jeff Koons nicht eingeladen, primär als einen der zumindest teuersten Künstler der Welt, sondern weil er selbst ein großer Sammler, vor allem auch alter Meister ist. Und wir wollten von ihm ein bisschen mehr darüber erfahren und hören, was ihn als Künstler dazu bewogen hat, ganz stark auch in das Sammeln von Kunst, die aus viel vergangener Zeit stammt, zu sammeln und damit für uns auch hier diese Einblicke geben zu können. Ja, damit möchte ich jetzt einmal meine Ausführungen beenden und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.